TV. Genießt diesen Moment mit mir. Das hier, diese Portion Kartoffeln, das sind die letzten Kohlenhydrate, die ich bis Freitagabend essen werde. Ab morgen beginnt der Weight Cut. Goodbye, Kohlenhydrate. Also der Weight Cut wird nie einfach sein und nie Spaß bringen, aber ich sehe es einfach als nötiges Übel und es ist einfach part of the game. Es ist immer gleich, immer schwer, aber so jetzt, glaube ich, ist es diesmal ein bisschen einfacher wie die letzten Male. Vielleicht, weil so eine lange Pause dazwischen ist, nachher noch richtig Bock auf den Fight habe. Hast du ein bisschen vergessen, wie beschissen es eigentlich ist? Ja. Ja, wahrscheinlich. Beim professionellen MMA ist es so, dass das Wiegen 24 Stunden vor dem Kampf ist. Und wir müssen unsere Waage auf den Punkt genau bringen. Bei mir ist es 77 Kilo. Ziel ist es aber auch, so schwer wie möglich in den Kampf zu gehen. Weshalb wir Kämpfer einen sogenannten Weight Cut machen. Das heißt, wir probieren, unser Gewicht so schnell wie möglich runter zu cutten, runter zu schneiden, um es danach so schnell wie möglich wieder drauf zu packen. Und jeder Kämpfer hat dann ein bisschen sein eigenes System. Meine Diät geht insgesamt 10 Tage, also mein Weight Cut geht insgesamt 10 Tage. Und erstmal lade ich mich richtig auf mit Wasser, mit Salz, also wenig Kohlenhydrate, irgendwann mal später auch wenig Proteine. Dann irgendwann mal reduziere ich diese Wassereinnahme, bis ich hin zu gar nichts mehr trinke. Ja. Und dann heißt es dann quasi schwitzen. Dem Körper, dadurch, dass ich so viel Wasser immer aufgenommen habe, wird er immer noch viel Wasser ausscheiden. Und wenn ich dann aufhöre, Wasser zu trinken und auch gleichzeitig anfange zu schwitzen, dann purzeln die Funde. Und so schaffe ich es dann halt auch wirklich 10 Kilo innerhalb von ein paar Tagen runterzumachen und dann auch wieder 10 Kilo draufzupacken. Also der ganze Weight Cut Prozess, sag ich mal, in den letzten Stunden vor der Waage, da fielen dann ja die letzten 6 Kilo. Ich habe dann eine Mischung aus heißen Bädern gemacht, einfach liegen im Schwitzanzug mit erhöhter Körpertemperatur durch die heißen Bäder. Und wir hatten noch eine mobile Sauna, in die habe ich mich dann auch immer wieder mal zwischendrin reingesetzt, um da auch nochmal den Körper zu erhitzen. Das Ganze ungefähr für 4 Stunden und dann hatte ich mein Traumgewicht von 77 Kilo. Ja, einfach überhaupt gar nicht daran zu denken, was ich hier gerade mache. Und einfach die Zeit abzuwarten. Genau, Zeit absitzen. Zeit absitzen. Probieren, sich so gut es geht zu unterhalten und die Scheiße hinter sich bringen. Das war's. Ja. Also wenn man dann am absoluten Nullpunkt, sag ich mal, angekommen ist bei den 77 Kilo, fühlt man sich natürlich schon schwach. Ja? Und mir fällt es dann halt auch immer schwierig, mich dann noch großartig zu bewegen. Es geht zwar noch, aber einem wird halt schwindelig. Jede Bewegung schmerzt halt und man kann es halt einfach kaum abwarten, bis man dann endlich wieder Wasser trinken kann. Der Körper ist im absoluten Notfallmodus, ist ja klar. Man ist dehydriert, man hat wenig Nährstoffe zu sich genommen. Und wenn man dann halt anfängt wieder aufzuladen, dann nimmt der Körper halt eben alles auf, wie so ein Schwamm. Es geht wirklich von ganz alleine. Also ich hatte am Tag des Wiegens meine 77 Kilo erreicht und im Ring stand ich dann ungefähr mit 87 Kilo. Also durch diesen ganzen Prozess konnte ich dann wieder 10 Kilo draufpacken. Und im Detail sah das halt so aus, dass man direkt nach dem Wiegen als allererstes einen halben Liter von, sag ich mal, elektrolythaltiger Flüssigkeit in den ersten 15 bis 20 Minuten langsam trinkt. Dass der Körper dann langsam anfängt wieder zu arbeiten, der Magen langsam wieder anfängt zu funktionieren. Und dann ungefähr 2 Stunden nach dem Wiegen nimmt man dann so wirklich die erste konkrete Mahlzeit zu sich. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit bis irgendwie 5 Stunden vorm Kampf. Und dann bin ich tatsächlich, auch wenn es schwer zu glauben ist, aber am Abend 24 Stunden nach dem Wiegen mit 10 Kilo mehr auf der Waage topfit im Ring. Also in the welterweight division, Alex Cowboy Oliveira and Peter Sobotta.
ist ein sympathischer Typ und ich respektiere ihn als Typ und ich respektiere ihn als Kämpfer und als Sportler. Aber ich glaube trotzdem, dass ich der bessere Athlet bin und der bessere Kämpfer und dass ich mit einem Sieg nach Hause kommen werde. Die Anspannung ist am größten, wenn man noch in der Kabine ist und zum Tunnel geht. Sobald man raustritt in die Halle, dann geht's quasi los. Natürlich bin ich auch aufgeregt, aber ich bin total klar bei Verstand und ich fühle mich gut und ich habe halt auch eine Vorfreude. Ja, ein Gefühl, das kann man schwierig beschreiben, aber es ist eins der besten Gefühle, das es gibt. Beim Einmarsch fühle ich mich bereit, voller Energie. Ich konzentriere mich auf den Cage und auf, wenn der Gegner im Cage steht, auf den Gegner. Das Drumherum ziehe ich mir gar nicht so rein, sondern wirklich Augen aufs Ziel und gebe ihm Tunnelblick, alle Energie auf die Mission. Also ich plane das nicht zu machen, dass wenn ich in die Arena reingehe, dass ich dann irgendwie schreie oder ausraste oder sowas. Es ist auch nicht immer passiert. Ich mache das, was ich fühle. Wenn ich rausgehe und eher cool und calm bin und relaxed, dann bleibe ich auch relaxed. War in letzter Zeit nicht so häufig. Und wenn ich in die Arena gehe und denke, dann lasse ich es halt einfach raus. Ja. So äußere Sachen, die kriegst du einfach gar nicht mit. Du bist halt wirklich in diesem Tunnel, wo du quasi Licht am Ende des Tunnels siehst, diesen Oktagon, und du läufst durch den Tunnel und was drumherum passiert, ist eigentlich völlig egal. Im Kampf hat man nicht viel Zeit nachzudenken. Ja? Es sind 3x5 Minuten, man ist voll konzentriert. Ich beobachte meinen Gegner, beispielsweise ich schlage einen Jab, sein Kopf bewegt sich nach links, dann ist mein Gedanke gut. Wenn sein Kopf sich nach links bewegt, haue ich ihm als nächstes einen linken Haken rein, dann läuft er mir direkt rein. Das sind so die Gedanken, die man sich macht. Wenn man anfängt, zu viel über den Kampfausgang oder darüber nachzudenken, in welcher Situation ich jetzt doch bin, das ist eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Ja, sagen wir mal, ich befinde mich in einer schlechten Position, dann sollten meine einzigen Gedanken sein, okay, Schritt 1 an der Hook holen, Schritt 2 auf die Knie kommen, Schritt 3, dass man fokussiert ist auf sein Ziel, auf seine Aktion und alle anderen Gedanken sind eigentlich in diesem Moment störend. Normalerweise laufe ich schon so Stunden vor dem Kampf wie so ein eingesperrter Tiger in meinem Hotelzimmer auf und ab. Und diesmal war ich relativ locker, relativ entspannt. Aber habe das jetzt nicht als irgendwie was Negatives definiert. Und ich hatte dann schon das Gefühl, dass ich dann im richtigen Moment dann auch hochgefahren bin. Dieser Moment, wenn man im Tunnel steht und dann raus in die Arena geht, dann merkt man eigentlich erst so, wow, was ist hier überhaupt los? Und das ist auch so der Moment, wo eigentlich dieser Adrenalinausstoß so wirklich kommt. Und das hat halt so ein bisschen gefehlt. Man steht halt im Tunnel, läuft rein, und läuft halt quasi in eine leere Halle. Normalerweise kämpfe ich vor 15, 20, 60.000 Zuschauern. Das war dann vom Gefühl her schon ein bisschen was anderes, aber war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung. War gefühlt entspannter, wie vor Publikum zu kämpfen. Also man war schon ein bisschen weniger aufgeregt, das muss man schon sagen. Ich war ganz, ganz klar und auch völlig entspannt. Und so dieser Adrenalinrausch, den man sonst hat, der war schon da. Aber das war halt irgendwie deutlich weniger. Und ganz ohne Zuschauer zu kämpfen, hat sich dann nicht wie ein Training angefühlt. Ja, aber es war ein bisschen anders. Man hatte so ein bisschen so ein entspannteres Gefühl. Also wenn ich mir aussuchen könnte, wie es läuft, dann würde ich sagen, K.O.-Sieg in der ersten Runde mit Performance-Bonus und neuem UFC-Vertrag. Aber Hauptziel ist natürlich zu gewinnen. Das ist das Hauptziel. Aber wäre schön, wenn es so klappen würde. Auf jeden Fall werde ich mir die Hände schmutzig machen bei diesem Kampf. Davon gehe ich halt aus. Aber ich muss die Ruhe bewahren, einen coolen Kopf bewahren, die Augen offen lassen, um zu sehen, was kommt. Und dann wird es auch klappen. Ja, also auf dem Weg in den Cage war ich konzentriert und fokussiert auf den Kampf und auf den Gegner. Aber auch gleichzeitig war ich völlig klar, weil, wie gesagt, die Aufregung war sehr klein. Der Fokus war aber trotzdem da. Ja, und ich habe mich gut gefühlt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kampf losgegangen ist, habe ich mich gut gefühlt, war siegessicher und habe mir da jetzt auch
gar keine große Birne gemacht, was jetzt nach dem Kampf passiert, wie wichtig dieser Kampf ist und so. Dass solche Gedanken haben in dem Moment keine Rolle gespielt. Und ich sag mal, technisch und physisch war ich absolut auf Top-Niveau. Ich bin technisch und physisch der beste Kämpfer, der ich jemals war. Aber für mich war es halt einfach interessant, wieder dieses Gefühl zu spüren, im Kampf zu stehen. Und das war schon anders wie in den Kämpfen davor. Round number one ahead. Alex Cowboy Oliveira, Peter Sobotta. Also der Kampf ist anders gelaufen, als ich gedacht hätte. Es ist oft so im MMA, ja, einen Plan zu haben, ist immer eine Sache. Ob er dann tatsächlich so klappt, ist dann immer die andere Sache. Also ich wusste schon, dass er sehr, sehr gut ist. Was halt der Unterschied war zu dem, was ich erwartet habe, war, dass er einfach ganz anders gekämpft hat. In seinen letzten Kämpfen war er sehr wild, hat sehr viel gemacht und in diesem Kampf ist er rausgekommen und hat halt sehr wenig gemacht. Sein Gameplan war darauf ausgelegt, mich einfach wegzuhalten. Das hat er gemacht, indem er einfach viele Frontkicks eben gemacht hat. Ich habe dann nach dem ersten Treffer habe ich ein gutes Timing für die Kicks bekommen, habe die richtige Distanz gefunden, aber habe trotzdem noch meine Hände benutzt, um seine Kicks zu blocken. Und seine Kicks gingen nicht komplett geradeaus nach vorne, sondern die gingen so leicht nach oben. Einen von den ersten Kicks habe ich dann halt mit meinem Unterarm geblockt und da habe ich halt schon gemerkt, dass es sehr, sehr schmerzhaft war. Ich habe einfach gemerkt, dass es weh tut und er hat ja dann nicht aufgehört zu kicken. Er hat ja dann immer noch weitere Kicks gebracht und jeder Kick, der halt irgendwie von mir mit dem Oberarm geblockt wurde, war halt sehr, sehr schmerzhaft. Und dann habe ich halt auch schon gemerkt, dann im Laufe des Kampfes, dass meine Führhand weg war. Und er hat sie ein paar Mal geblockt, also quasi nur so weggewischt und da habe ich schon richtig Schmerzen gehabt, nur mit dieser kleinen Wischbewegung. Zirkel nach rechts und dann musst du schnell die Distanz verkürzen, dann hat er den Frontkick nicht mehr. Dann in der zweiten Runde bin ich das erste Mal zum Takedown gegangen, habe ihn halt auch an den Cage gepresst und habe auch geschafft, meine Hände hinter seinem Rücken zusammenzunehmen. Und in der Situation habe ich auch gemerkt, dass ich keine so wirkliche Kraft mehr in den Händen habe und meine Hand allgemein nicht mehr so wirklich einsetzen kann. Und das war dann halt natürlich ein schlechtes Gefühl und da hat sich dann so eine gewisse Resignation quasi breit gemacht, dass ich halt dachte, Mann, schon wieder. Und es ist ja nicht mal super viel passiert. Er hat mich halt ein paar Mal gekickt und ich habe die Kicks geblockt und schon ist mein Arm halt am Arsch. Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, was es eigentlich nicht hätte machen sollen, weil ich bin der Meinung, auch mit Schmerzen im Kampf, für einen Kämpfer auf dem Niveau, sollte man die Zähne zusammenbeißen können und halt weiter nach vorne gehen können. Und ich habe mich von diesen Schmerzen einfach ein bisschen blockieren lassen. Ich habe einfach nicht die nötigen Veränderungen vorgenommen, die halt hätten sein müssen. Ich bin selber so in der weiten Distanz geblieben und habe die Kicks ja trotzdem 3 Runden lang gefressen. Auch wenn der Arm in der ersten Runde gebrochen war, er hat ja in der zweiten und dritten nicht weniger gekickt. Und das hätte ich mir halt ersparen können, indem ich halt einfach mehr in die Innendistanz gehe, mehr halt eben reingehe. Ja, und das habe ich halt in dem Moment eben nicht gemacht. Und natürlich hat die Verletzung eine Rolle gespielt, aber ich bin wirklich der Überzeugung, wenn ich alles gegeben hätte, dass ich trotz des gebrochenen Arms imstande wäre, einen besseren Kampf abzuliefern. Also ich habe nicht alles zeigen können, was in mir steckt. Und das ist halt so ein bisschen das Enttäuschende. Wie gesagt, was jetzt der wirkliche Grund ist, ist bestimmt eine Mischung aus allem. Aber letztendlich bin ich unter meinen Möglichkeiten geblieben. He's gonna be disappointed in himself watching this back. Sometimes it's difficult to adjust, especially if your body's hurting like that. Also ich war auch nach dem Kampf enttäuscht, weil ja, ich muss einfach so ehrlich mit mir selber sein. Ich habe nicht alles gegeben. Das merkst du ja an deiner physischen Verfassung. Ich habe auch Kämpfe verloren, wo ich aus dem Oktagon getragen werden musste, weil ich kaum mehr stehen konnte. Meine Lunge hat gebrannt und meine Muskeln waren völlig übersäuert. Und in dem Kampf habe ich mich gefühlt, wie ja, ich eine lockere Runde hier im Park gejoggt hätte. Also ich war körperlich lange nicht an meiner Leistungsgrenze. Und das ist natürlich kein tolles Gefühl. Ja. Ich habe zurückhaltend gekämpft. Und im MMA ist es so, wer wartet, der verliert. I just don't feel like Sobotta's created any avenues in for a finish. Oh!
Und ja, am Ende des Tages habe ich zu wenig gemacht. Er hatte mehr Treffer als ich. Und dementsprechend hat er verdient nach Punkten gewonnen. After three rounds we go to the judges, all three scored the same. Your winner by unanimous decision, Cowboy Oliveira! Und als ich mich dann halt auf diesen Stuhl gesetzt habe und, sag ich mal, raus aus dem Rampenlicht gekommen bin, dann kamen halt die richtigen Schmerzen. Ich meine, ich hatte schon die Schmerzen im Kampf und im Ring habe ich es halt schon gespürt. Aber als es dann quasi vorbei war und ich mich halt dahin gesetzt habe, hatte ich halt richtige Schmerzen. Also mein Arm hat wirklich sehr, sehr weh getan. Und in dem Moment dachte ich mir einfach nur, es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt schon wieder hier solche Schmerzen habe. Safte wie noch was. Ich meine, ich hatte ein Handtuch in der Hand, mit dem ich mir halt die ganze Zeit das Blut aus dem Gesicht gewischt habe. Das war komplett rot. Und es war einfach so ein Moment, wo ich dachte so, fuck, ey, nicht schon wieder. Ey. Hatte ich wirklich richtig keinen Bock drauf. Also ich bin nicht in den Kampf reingegangen und habe gesagt, wenn ich verliere, höre ich auf zu kämpfen. Ich habe gesagt, es könnte mein letzter Kampf sein und dass ich es abhängig mache vom Ergebnis und vom Gefühl. Und nach dem Kampf hat mir mein Gefühl gesagt, dass das jetzt das Richtige ist. Und deshalb habe ich es halt auch eben gemacht. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen und es dann halt auch eben noch ein paar Stunden nach dem Kampf aus dem Krankenbett verkündet. Leute vom The Zone Fight Club, viele von euch haben mich die letzten Tage in der Vorbereitung zu meinem Kampf heute Nacht begleitet. Und ja, leider lief es nicht erfolgreich, lief nicht so wie geplant und wie erhofft. Ich habe mir früh im Kampf den rechten Arm gebrochen bei einem Block vom Frontkick. Mein Gesicht wurde an mehreren Stellen genäht. An der Nase hat man nur so einen Stripe hingemacht und dann wurde ich unterm Auge genäht, überm Auge genäht und hier oben eben am Kopf. Und das ist halt auch nicht angenehm, ja. Ohne Schmerzmittel wird man da einfach zusammengenäht. Man liegt halt da. Das Hauptproblem war halt mein Arm. Mein Arm hat da sehr stark wehgetan. Ich habe mich auch am linken Knöchel verletzt, weil ich habe ihn halt ein paar Mal auf den Ellenbogen gekickt. Und allgemein, ja, geht es mir nicht besonders gut. Aber mir war es wichtig, mich jetzt nochmal zu melden, vor allen Dingen, weil ich in den letzten Tagen so eine großartige Unterstützung bekommen habe, so viel Support und so viel Liebe, dass ich einfach die Gelegenheit jetzt nochmal nutzen will und mich bedanken möchte. Bedanken bei allen Fans, bedanken bei allen Supportern, bedanken bei allen, die mich unterstützt haben, ja, jetzt nicht nur in Vorbereitung auf diesen Kampf und hier im Rahmen von der Fight Week, sondern auch all die Jahre davor. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass ich, sag ich mal, durch so ein bisschen Kämpferei, weil seien wir mal ehrlich, MMA ist zwar ein schöner Sport, der schönste Sport der Welt, aber so wirklich wichtig für die Menschheit oder für die Gesellschaft ist es halt nicht, was wir machen. Und ich konnte trotzdem so viele Leute halt mit dem, was ich mache, berühren, dass mir das schon wirklich was bedeutet und auch eine große Genugtuung ist. Von dem her, ein bisschen traurig bin ich schon, aber mir geht's bestimmt nicht schlecht. Ich bin ein glücklicher Mann. Ja, ich betreibe den vermutlich härtesten Sport der Welt und ich mache das professionell, seit ich 16 Jahre alt bin. Und ich bin mittlerweile 33 und ja, gestern war ein schwerer Abend. Und gestern war so ein Moment, wo ich erkennen musste, dass ich nicht nur der schlechtere Kämpfer war, dass mein Gegner an dem Abend einfach besser war als ich, sondern dass ich einfach auch, das ist schwierig zu erklären, aber ich habe erkannt, dass ich nicht mehr die nötige Härte habe, die nötige Robustheit habe, und auch die nötige Risikobereitschaft, um ganz oben an der Spitze mitzuhalten. Und das habe ich gestern gespürt, als ich im Ring stand. Ich hatte eine lange Auszeit, ich habe 2 Jahre nicht gekämpft. Aufgrund von unterschiedlichen Sachen. Ich bin zweifacher Vater geworden, ich habe mein Business erweitert, habe ein neues Gym aufgemacht, habe eine Veranstaltung gemacht. Also es sind viele tolle Sachen passiert, viele gute Sachen passiert.
Aber ich wollte es unbedingt nochmal wissen, wollte nochmal zurückkommen. Und ich habe es auch schon vor dem Kampf gesagt, dass ich den weiteren Werdegang von mir abhängig machen werde von dem Ergebnis und auch von dem Gefühl. Ja, und mein Gefühl sagt mir einfach, Moment, ich muss mal ein Schlückchen nehmen hier. Und mein Gefühl sagt mir, dass meine Reise gestern zu Ende gegangen ist. Also die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, war schmerzhafter wie jede Verletzung, die ich hatte. Ja, weil auch wenn ich denke, es ist die richtige Entscheidung und es ist die logische Entscheidung und es ist die vernünftigste Entscheidung, tut es natürlich weh, keine Frage. Ich meine, MMA, dieser Sport hat mir so viel gegeben. Der Sport hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Durch diesen Sport kann ich meine Familie versorgen. Durch diesen Sport habe ich mir quasi alles hier aufgebaut, was ich habe. Und zu sagen, man beendet seine aktive Laufbahn, das war sehr, sehr schwer. Ich meine, jetzt ist ein Monat vergangen und wenn ich drüber nachdenke, bewegt es mich, sage ich mal, immer noch. Aber in dem Moment, als die Entscheidung gefallen ist, ist auch das eine oder andere Tränchen natürlich gerollt. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen engen Vertrauten natürlich. Es war sehr, sehr schwer, keine Frage. Schwierig. Es war ein wilder Ritt auf jeden Fall, all die Jahre. Und ich bin dankbar für all die Erfahrungen und für all die Emotionen, sei es die Hochs und die Tiefs. Aber das war's. Und ja, ich bin nicht einer von diesen Typen, der dann sagt, ich höre auf und ich komme wieder zurück und probiere es dann jetzt nochmal. Also, ich bin Trainer und ich weiß ganz genau, was ich machen müsste, um wieder erfolgreich zu sein. Aber wenn ich dieses Szenario in meinem Kopf durchspiele, muss ich halt ehrlich sagen, ich bin nicht bereit, den Preis jetzt im Moment zu bezahlen. Weil es wären wieder wochenlanges Training, wochenlange Diät, Entbehrungen im Familienbereich, Entbehrungen im Business und natürlich halt auch die körperliche Variante. Ich habe mich lange Zeit ausleben können, ich habe lange Zeit das gemacht, was mich glücklich gemacht hat und was mir Spaß gemacht hat. Und ich bin einfach an den Punkt angekommen, wo es einfach vorbei ist. Ja, natürlich trete ich nicht ab mit einer Bestleistung. Und natürlich hätte ich mir das anders gewünscht. Aber ich weiß halt auch, hätte ich gewonnen und eine tolle Performance abgeliefert, hätte ich halt nicht aufgehört, hätte ich weitergemacht. Aber die Probleme, die ich habe, vor allen Dingen die gesundheitlichen und körperlichen Probleme, die wären ja nicht weniger geworden. Ja? Und früher oder später wäre halt wieder der Zeitpunkt gekommen, wo man halt irgendwie verliert oder halt nicht performt. Und spätestens dann würde man sich quasi, sag ich mal, wieder diese Gedanken machen. Deshalb so dieses Ding mit einem Sieg abzutreten, das glaube ich ganz schwer und das kriegt ja auch fast kein Kämpfer hin. Die meisten machen das halt erst nach einer Niederlage, wenn es halt nicht mal so läuft. Und so war es halt auch bei mir. Ja? Es ist halt, wie gesagt, in diesem Sport gibt es nur Sieg oder Niederlage und das hängt sehr, sehr nah zusammen. Und natürlich musst du die Fortführung deiner Karriere auch immer abhängig vom Resultat machen. Und wenn das halt nicht mehr positiv ist und viele andere Sachen nicht mehr auf der positiven Seite stehen, dann wird es halt eben auch Zeit. Natürlich bin ich traurig, natürlich bin ich enttäuscht, aber ich bin nicht unglücklich, weil ich habe mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte. Ich meine, als ich angefangen habe, diesen Sport zu betreiben, habe ich 50 Euro Kampfgage pro Kampf bekommen. Und die Spritkosten waren mehr als diese Kampfgage. Also ich habe es niemals fürs Geld gemacht oder für den Fame, sondern immer nur für die Leidenschaft. Hätte mir damals einer mit 16 gesagt, was alles passieren wird, hätte ich gesagt, du spinnst doch, das ist unmöglich. Und ich kann auf jeden Fall zurückblicken auf eine gute Zeit mit Höhen und Tiefen, auf jeden Fall mit vielen Emotionen und dafür bin ich auch dankbar. Also es waren die Besten der Welt, gegen die ich gekämpft habe und gegen die ich da verloren habe. Aber trotzdem hätte man sich das Ende anders gewünscht. Und das macht mich natürlich ein bisschen traurig. Und dass es jetzt nicht mehr weitergeht, macht mich halt auch traurig. Aber wenn ich das große Ganze sehe, eben noch zusammen mit diesem grandiosen Feedback, was ich halt von den Leuten bekommen habe und einfach die Gewissheit, dass ich wirklich immer mein Bestes gegeben habe und eine lange und verrückte Reise hinter mir habe, es war wirklich ein wilder Ritt, schaue ich zurück und bin nicht unzufrieden. Ich habe mein Ziel nicht erreicht, ich wollte immer Champion werden, UFC-Champion. Dann hätte ich sagen können, ich habe mein Ziel erreicht und kann wirklich, wirklich glücklich abtreten. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ich weiß, dass ich die Reise genossen habe, dass ich mein Bestes gegeben habe
und sehr viele Erfahrungen gesammelt habe und sehr viele Emotionen erleben durfte. Dafür bin ich dankbar und es macht mich natürlich auch glücklich. Und ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Vielen Dank für den Support. Ich bleibe mit diesem Sport natürlich erhalten, weil ich liebe den Sport aus ganzem Herzen. Auch wenn manche von euch, die jetzt mein Gesicht hier sehen, das vielleicht nicht glauben werden, aber ich liebe den Sport wirklich aus ganzem Herzen. Ich habe es immer aus Leidenschaft gemacht. Ich werde mein ganzes Leben lang, so lange bis ich tot umfalle, MMA betreiben. Ich werde selber trainieren. Ich werde meine Jungs trainieren, das liegt mir auch nach wie vor und wird mir immer am Herzen liegen. Das ist mein Gym und die Leute, die ich da trainiere, die Wettkämpfer, die Kinder, jeder Mann, der kommt, den werde ich probieren, weiterhin nach vorne zu bringen. Wir werden noch viele große Kämpfe machen. Wir werden auch noch weitere Kämpfe in die UFC bringen. Und da wird es auf jeden Fall noch weiter zu tun geben, keine Frage. Und ich werde auch selber immer weiter trainieren. Ich werde immer mein Krafttraining machen, ich werde immer noch meine Sparring-Sessions machen, weil ich es einfach liebe. Natürlich nicht mehr auf dem Niveau, nicht mehr mit der Härte und mit der Intensität wie jetzt als aktiver UFC-Kämpfer, aber ich werde diesen Sport mein ganzes Leben lang betreiben. Das ist eine Sache, die weiß ich, zu 100%. Und ich werde natürlich diesen Sport erhalten bleiben. Ich meine, ich habe einen Gym mit vielen Kämpfern, ich unterstütze einige und ich trainiere einige der besten Kämpfer von Deutschland und von der Welt. Und man wird mich natürlich weiterhin sehen, allerdings nicht mehr im Rampenlicht, nicht mehr im Oktagon. Ich will nicht sagen, ich habe mich direkt gut danach gefühlt, aber so ein bisschen eine Erleichterung war halt eben schon zu spüren. Weil selbst wenn man nicht kämpft, ist man trotzdem immer ein Kämpfer und man hat die Augen und das Ziel immer auf den nächsten Kampf gerichtet und passt dementsprechend die Diät an und seinen Lifestyle und das Training. Und jetzt zu wissen, ich muss nicht mehr im Oktagon in der UFC abliefern, macht, sag ich mal, meinen Alltag jetzt ein kleines bisschen entspannter. Jetzt irgendwie zu sagen, dass ich unglücklich bin mit der Entscheidung oder unglücklich bin, sag ich mal, in Kämpfe im Ruhestand zu sein, das ist definitiv nicht der Fall. Und ja, das wollte ich euch mitteilen. Ich sag Adieu, ich sag Servus und bis irgendwann mal. Ich kann nicht mehr. Was sie mit dir macht, Alter. Left hand followed by a rising knee under the chin. Ich kann dir nicht sagen, wie ich in 2 oder in 3 Jahren denke. Das weiß ich nicht. Wenn jetzt die UFC kommt und sagt, hey, du kannst jetzt in 2 Monaten gegen den oder den kämpfen, dann würde ich es nicht machen. Das definitiv nicht, weil wie gesagt, die Entscheidung in den Ruhestand zu gehen, die steht fest. Aber sag niemals nie. Ich will ein kleines Hintertürchen offen lassen. Vielleicht werden die Fans irgendwann mal noch einen alten Gorilla sehen, wie er nochmal aus seiner Höhle herauskommt. Aber Stand heute, Stand aktuell, ist meine Karriere beendet.